Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich im Namen der Buchhandlung Vrage zu diesem Abend mit Pater LaSalle. Ich freue mich, dass es noch geklappt hat, dass wir doch die vielen, vielen, die ohne Karte kamen, noch unterbringen konnten. Danke. Wer sich fragt, warum wir keinen größeren Saal gemietet haben, wir hatten das eigentlich vor, aber wir haben zu diesem Termin, an dem Pater LaSalle in Hamburg sein kann, leider keinen anderen Saal bekommen. Ich hoffe, dass er bald nochmal nach Hamburg kommt, damit auch die vielen anderen, die heute nicht da sein können, ihn erleben können. Pater LaSalle ist emsig unterwegs in der ganzen Welt, um über sein Thema Zen und Christentum zu sprechen, um Zen-Seminare abzuhalten. Und ich freue mich ganz riesig, dass wir ihn hier heute Abend haben. Ich begrüße auch an unserem Tisch Frau van Oktrop. Frau van Oktrop ist Leiterin eines kleinen Zentrums für europäische Meditation ganz im Norden Schleswig-Holsteins. Sie kennt Pater LaSalle sehr lange und arbeitet mit ihm seit 1971 zusammen und kann uns nachher mit Sicherheit bei der Diskussion mit einigen behilflich sein. Sie kennt die Arbeit von innen heraus sehr gut. Ich möchte auch Herrn Ropers danken, dass er hat es eigentlich mit möglich gemacht, dass Pater LaSalle heute Abend hier bei uns ist. Herr Ropers organisiert seine Vorträge in Deutschland und ist auch Mitherausgeber der Bücher von Pater LaSalle und wird uns gleich am Anfang einige einführende Worte zur Person von Pater LaSalle sagen. Herr Ropers kommt aus einem ganz anderen Bereich. Er arbeitet mit Managern in der Petrochemie und macht mittlerweile auch mit solchen Leuten Seminare zum Thema Neues Bewusstsein im Sinne von Pater LaSalle. Vielen Dank, dass Sie auch gekommen sind. Ganz kurz noch etwas zum Ablauf des heutigen Abends. Es wird so sein, dass nach der kurzen Einführung von Herrn Ropers Pater LaSalle einen Vortrag von etwa 40 Minuten halten wird. Wir machen dann in Ruhe eine kleine Pause, 10 Minuten, 15 Minuten, auch um der Belüftungsanlage die Möglichkeit zu geben, einmal ordentlich hier durchzupusten. Es wird sicherlich etwas heiß werden heute Abend. Und dann hinterher ist die Möglichkeit für Fragen und Antworten da. Und zum Schluss des Abends haben wir Gelegenheit, mit Pater LaSalle zusammen eine 10-minütige Schweigemeditation zu machen. Ich wünsche Ihnen einen ganz hervorragenden, schönen Abend. Ich freue mich, dass ich meine Heimatstadt Hamburg mal wieder für 2 Tage sein kann. Ich will eigentlich nicht viel sagen zur Person von Pater LaSalle, weil viele von Ihnen ihn kennen und ihn auch sehr schnell kennenlernen werden. Ich möchte nur eins sagen, er ist ein junger Mann. Er wird 89 in diesem Jahre. Er kommt erst seit 2 Tagen aus Japan zurück. Am Dienstagmorgen ist er aus Tokio gelandet und hat schon ein unglaubliches Programm hinter sich. Mehrere Pressekonferenzen. Gestern Abend in Düsseldorf einen überfüllten Saal mit 800 Leuten. 300 Menschen konnten nicht hineinkommen. Wir hatten eine riesige Belagerung. Anschließend wieder ein Presselunch und Pressedinner. Heute Morgen wieder eine weitere Konferenz. Ich will nicht viel dazu sagen. Pater LaSalle ist ein Zen-Meister, der in der Gegenwart lebt. Nicht in Projektion von gestern und morgen. Er ist auch hier heute Abend voll präsent. Und ich möchte Sie bitten, mit ihm in diese Gegenwart hinein sich zu leben, um ihn auch da zu erfahren, wo er steht. Hier und jetzt, hier und heute. Und so begrüße ich Sie ganz herzlich, Pater LaSalle. Sie als den Jüngsten von uns in der Gegenwartserfahrung. Vielen Dank. Ich möchte auch meinerseits Sie alle recht herzlich willkommen heißen zu dem Abend hier
und hoffend, dass es ein fruchtbarer Abend für uns alle wird. Also wie gesagt, werde ich zunächst einen Vortrag vorlesen, damit Sie etwas Hintergrund bekommen. Es ist natürlich nicht möglich, so gewisse Dinge so ganz bis ins Einzelne zu erklären, dass man alles ganz versteht, sei es über Zen oder neues Bewusstsein, wenn man nicht in dieser Materie gut bewandert ist. Aber dass wir doch immer ein bisschen einigermaßen sich das verstehen und dass wir dann im Anschluss auch eine fruchtbare Aussprache haben können. Ist auch diese Aussprache ist auch wesentlich für diesen Abend. Denn auch mir ist es sehr daran gelegen, zu wissen, auch was Sie denken und wie es steht und so weiter. Wir arbeiten zusammen. Ja, gut, also. Also zunächst, also Zen und das neue Menschheitsbewusstsein. So habe ich mal das, haben wir das formuliert. Zunächst also die Zen-Erleuchtung. Sie wissen, Zen ist eine Art der Meditation und das ganz Spezielle da ist eine gewisse Erfahrung, die wir als Erleuchtung bezeichnen. Das Wort Erleuchtung könnte dazu verleiten, sich unter der Zen-Erleuchtung eine Art von Lichterscheinung oder Lichtvision vorzustellen. Es kommt wohl vor, dass dieses Erlebnis mit einem starken Lichtphänomen verbunden ist, aber das liegt nicht im Wesen der Zen-Erleuchtung. Im Japanischen gibt es zwei Ausdrücke für diese Erleuchtung. Der eine ist Satori, haben Sie sicher auch schon mal gehört, ein Wort, das in Zen-Kreisen Europas und Amerikas oft gebraucht wird. Es bedeutet vom Wort her verstehen und kann auch als verstehen im allgemeinen Sinn ohne Beziehung zum Zen verstanden werden. Der andere Ausdruck für die Zen-Erleuchtung Kensho bedeutet wörtlich Wesensschau und kommt dem, was hier gemeint ist, viel näher als das Wort Satori. Es ist Verstehen nicht nur des Menschseins, sondern des tiefsten Wesens allen Seins. Im Zen kennt man die Unterscheidung zwischen dem absoluten Sein und dem vielfältigen oder phänomenalen Sein. Man könnte da einen Vergleich andeuten, aber der sicher nicht ganz richtig ist. Vom Christlichen her spricht man, vielleicht wissen das nicht alle, macht die Unterscheidung von natürlich und übernatürlich. Das Übernatürliche hat irgendwie mit Gott zu tun, das Natürliche mit der sichtbaren Welt. Aber das ist nicht ganz dasselbe. Hier, wie gesagt, im Zen absolutes Sein und die phänomenale Welt. Ausdrücke wie natürlich oder übernatürlich braucht man nicht, für diejenigen, die das kennen, im Zen überhaupt nicht. Das passt nicht hinein. Und doch gibt es wieder Dinge, die eben hier doch irgend sich überschneiden. Nun gut, also das nur nebenbei. Nämlich also das phänomenale Sein, nämlich dem Seienden, dazu kommt, nennt man das auch, Sein und das Seiende, das Form und Farbe hat. Wenn man im christlichen Bereich von absolutem Sein spricht, so ist es damit, so ist damit Gott gemeint. Und zwar in dem Sinn, dass dieses Sein alles ist, was in vollem Sinne ist. Ich bin, der ist. So wurde Moses bedeutet, als er fragte, wer der sei, der aus dem brennenden Dornbusch sprach. Herausgenommen gibt es für dieses Sein, genau genommen, gibt es für dieses Sein überhaupt kein Wort und keinen Begriff. Denn wenn es sich gäbe, so würde das eine Einschränkung bedeuten, die dem absoluten Sein nicht zukommt. In der Zen-Erleuchtung wird das absolute Sein nicht als Person und auch nicht als Gegenüber erfahren,
sondern als alles, außer dem es nichts in vollem Sinne gibt. Im Buddhismus bevorzugt man, es negativ zu benennen, weil jede positive Ausdrucksweise eine Bestimmung und Begrenzung bedeuten würde. Man nennt es Lehre oder Lehre aller Einheit, Lehre aller Einheit. Wir würden es lieber einfach hin als die Alleinheit bezeichnen, außer der es nichts gibt. Die Sinnerleuchtung ist nun die unzweifelhafte Erfahrung dieser Alleinheit. Würde dieses Wissen auf theoretischem Weg oder auf die Autorität eines anderen hin erworben, so würde es im Zen nicht als Erleuchtung anerkannt. Diese Erfahrung wird nun nicht nur durch die Übung des Zen erworben, sondern ereignet sich auch außerhalb und unabhängig davon. Sie ist vielleicht sogar besonders in den letzten Jahren häufiger, als man im Allgemeinen annimmt. Bisweilen ereignet sie sich anscheinend ohne jede Vorbereitung. Häufiger geschieht es in größter Not, etwa bei dem zum Tode verurteilten politischen Gefangenen, die in äußerster seelischer Bedrängnis kommen. Wenn sie ohne jede Vorbereitung mit Meditationsübungen geschenkt wird, so sind die Empfänger zwar hochbeglückt, wissen aber oft nicht, um was es sich eigentlich handelt, geschweige denn, wie sie damit umgehen zu gehen haben. Bisweilen begegnen sie erst nach vielen Jahren jemanden, der sie versteht und beraten kann. Das geschieht nicht selten, wenn sie auf das Zen stoßen. Man hört gelegentlich die Frage, wo bleibt in dieser Erfahrung der Alleinheit das Ich, dessen man sich normalerweise bewusst ist? Im Zen unterscheidet man zwischen dem kleinen und dem großen Ich. Das Erstere ist das Ich, das wir meinen, wenn wir im täglichen Leben von uns sprechen. Ich bin müde, ich bin hungrig oder was man da sein mag, das ist dieses Ich. Dieses Ich verschwindet in der Erleuchtungserfahrung. Es ist nur eine Projektion, die sich in der Kindheit allmählich aufgebaut hat. Das Kleinkind macht sich dadurch bewusst, dass es von einer Umgebung verschieden ist. Außer der Erleuchtung gibt es noch manche andere Gelegenheiten, wo das kleine Ich zeitweilig verschwindet. So etwa in der christlichen mystischen Erfahrung. Aber es erwacht wieder, wenn das Bewusstsein in seine alltägliche Verfassung zurückgekehrt ist. Erst im Augenblick des Todes erlischt dieses Ich endgültig. Anders ist es mit dem großen Ich. Im Zen nennt man es auch das ursprüngliche Selbst, das jeder Mensch schon immer hat bzw. ist, dessen er sich aber im Allgemeinen nicht bewusst ist. In der Erleuchtung wird er sich nun dessen bewusst, und zwar mit unmittelbar unbezweifelbarer Gewissheit. Er kann dann im ganz neuem Sinne sagen, ich bin. Dieses Bewusstsein kann sich sozusagen ganz sanft herauskommen. Ich sage sanft, nicht allmählich. Ganz leise geht er über, kann sein. Es kann aber auch mit solcher Vehemenz geschehen, dass der Mensch daran zu zerbrechen meint. Das sind sehr verschiedene. Es ist nicht die Stärke der Emotionen, die entscheidet, ob das wirklich eine echte Erleuchtung oder nicht, ist nicht. In welcher Beziehung steht nun das oben genannte absolute Sein, das in der Erleuchtung erfahren wird, zum ursprünglichen Selbst? Vom Zen her gesehen
sind beide ein und dasselbe. Jede Dualität ist darin aufgehoben. Wir wissen auch von christlichen Mystikern, dass sie diese Einheit erfahren haben. Und wenn sie sich darüber auszusprechen versuchten, missverstanden wurden. Auch in anderen monotheistischen Religionen, etwa im Islam, finden sich dazu Parallelen. Doch ist hier nicht der Ort, auf dieses Problem näher einzugehen. In der Erleuchtung der Wesensschau, wie sie im Zen verstanden wird, muss nun zur Erfahrung des Absoluten oder des ursprünglichen Selbst noch etwas hinzukommen, nämlich die Erkenntnis, dass auch die phänomenale Welt ebenso wirklich ist wie das absolute Sein, dass also beide ein und dasselbe sind. Das ist rational ein offenbarer Widerspruch, der nur durch ein Überschreiten des rationalen Denkens überwunden werden kann. Wir erwähnten, dass die absolute Welt nicht selten, manchmal anscheinend ganz unvorbereitet erfahren wird. Diese Erfahrung ist jedoch vom Zen her gesehen nur die eine Seite der Erleuchtung. Legt man ein solches Erlebnis einem Zen-Meister zur Prüfung vor, so wird er es nur dann die Erleuchtung anerkennen, wenn beide Seiten verwirklicht sind. Natürlich ist ein ganz wesentlicher Fortschritt, wenn schon der erste Teil erfahren wurde. Durch weiteres Üben kann auch die zweite Erkenntnis verhältnismäßig bald erlangt werden. Wir müssen aber noch eine weitere Eigenschaft der Erleuchtung im Zen anführen. Vermutlich ist sie für Menschen, die vom neuzeitlichen Rationalismus geprägt sind, schwer verständlich. Es ist die Tatsache, dass die Zen-Erleuchtung, so stark oder tief sie auch sein mag, an keine Philosophie, Theologie oder Weltanschauung gebunden ist. Sie ist sozusagen ein reines Faktum, das aber die Kraft hat, den Menschen von allen Unruhe, Unsicherheit und Angst zu befreien. Dies wird von Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, immer wieder beschrieben. Allerdings kann auch eine echte Erleuchtung mehr oder weniger tief sein und in ihren Auswirkungen unterschiedlich. Letzteres hängt weitgehend davon ab, ob der Empfänger weiter übt und sein alltägliches Leben mit der Erfahrung in Übereinstimmung bringt. Versucht man, diese Erfahrung, die eben zunächst eine reine Tatsache ist, zu deuten, so wird das Ergebnis je nach der Weltanschauung oder Religion des Einzelnen verschieden sein. Das ist auch dann der Fall, wenn man sich auf die eigene Erfahrung stützen kann und nicht auf andere angewiesen ist. Sie wird anders sein, je nachdem, ob man Christ oder Buddhist ist. Der Buddhist wird das Geschehen mit Karma oder Wiedergeburt in Verbindung setzen. Während der Christ es Gnade nennt, die Erleuchtung ist an sich jedem Menschen möglich. Wenn der dafür notwendige Bewusstseinszustand erreicht ist, so findet sie statt, gleich auf welchem Wege diese Bedingungen geschaffen wurden, ob durch Veranlagung, eigenes Bemühen oder eine sonstige Kraft. Allerdings vermag auch der beste Zen-Meister nicht diese Bedingungen mit Sicherheit zu schaffen oder seinen Schüler so zu führen, dass sie erstellt werden, selbst dann nicht, wenn ihm der Schüler unbedingte Erfolge leistet. Denn die Bedingungen, die für die Erleuchtung erforderlich sind, hängen noch von vielen anderen Faktoren ab, die weder der Zen-Meister noch der Schüler zu steuern vermag. Daher sind echte Erleuchtungserfahrungen im klassischen Zen sehr selten.
Das gilt auch für die Mönche in Zen-Klöstern, die ihr Leben unter eigenen, dafür geschaffenen Bedingungen verbringen. Die obige Beschreibung genügt zwar nicht, um hinreichend verständlich zu machen, was das Satori ist oder gar, was es beinhaltet. Schon die Frage nach dem Inhalt des Satori ist ja falsch gestellt, weil es keinen Inhalt im gewöhnlichen Sinne hat. Doch macht diese Darstellung wenigstens manchen falschen Vorstellungen vorgebeugt haben, die den Versuch, Erleuchtung und neues Bewusstsein in Beziehung zu setzen, von vornherein zum Scheitern verurteilen würden. Nun das neue Bewusstsein. Man spricht heute viel von Bewusstseinsveränderung, nicht nur im Hinblick auf den Einzelnen, sondern gleichsam im Sinne einer Mutation der Menschheit als Ganze. Bei der Verschiedenheit der Meinungen darüber, was das eigentlich bedeutet, müssen wir uns zunächst darüber klar werden, in welchem Sinn hier von einer Bewusstseinsveränderung die Rede sein soll. Die Geschichte des Bewusstseins ist, was hier gemeint ist, beginnt mit dem ersten Menschen. Allerdings ist eine Tatsache, dass es Bewusstsein schon vorher auch in den Tieren gab, aber wir meinen hier dieses ganz spezielle Bewusstsein, worum es heute geht, das beginnt erst mit dem ersten Menschen. Denn das war das ganz Neue, dass dieses Wesen, also dass der Mensch wurde, ein, wenn auch noch so dumpfes Bewusstsein erhielt. Dieses Bewusstsein hat sich im Laufe der Jahrtausende oder gar Millionen immer mehr intensiviert, bis es etwa vor 3000 Jahren zu dem kam, was wir das mentale Bewusstsein nennen dürfen. Es war Plato, der im Westen beim Entstehen dieses Bewusstseins eine bedeutende Rolle gespielt hat. Das geschah durch seine Konzeption der Ideen, die später zu jenen Begriffen umgeformt wurden, auf denen noch unser gegenwärtiges Denken aufbaut. Das Kennzeichen dieses Denkens ist seine abstrakte Begrifflichkeit. Zwar gab es auch vorher schon ein Denken, aber es war durch eine Polarität gekennzeichnet, mit der man die Dinge noch nicht dual einander gegenüberstehen, endgültig festlegen konnte. Diese mentale Festlegung der Wirklichkeit wurde erst durch das rationale, begriffliche Denken möglich, das sich, abgesehen vom alltäglichen Leben, besonders in Philosophie, Wissenschaft und Technik entfaltet hat. Wir könnten uns kaum vorstellen, dass dies einmal anders gewesen sein soll. Die Entdeckung des begrifflich abstrakten Denkens war eine Befreiung und ein ungeheurer Fortschritt in der Geschichte des Menschen. Aber sie barg auch eine Gefahr in sich. Einerseits konnte der Mensch sich nun seine eigene Welt aufbauen. Andererseits konnte er so die letzte Wirklichkeit aus den Augen verlieren, die hinter und über den Begriffen steht. Dazu entwickelte sich die im begrifflichen Denken angelegte Dualität zu jener extremen Form des Dualismus, unter dem wir heute zu leiden haben. Schließlich glaubte der Mensch, er könne alles, was sich nicht begrifflich exakt erfassen lasse, als nicht existent betrachten. Ich habe einen Gelehrten kennengelernt vor vielen Jahren und der sagte, was ich nicht beweisen kann, das existiert für mich nicht. Die Folge war eine materialistische Weltanschauung. Aber das gewaltige Gebäude
der wissenschaftlich-technischen Kultur, wie es mit Hilfe des begrifflichen Denkens aufgebaut werden konnte, zeigt heute seine Risse, ja droht zu zerbrechen. Trotz aller Errungenschaften leidet die Menschheit heute vielleicht mehr als je zuvor. Manchen will es scheinen, dass der Prozess, der mit der Perfektionierung des materiellen Lebens in Gang gesetzt wurde, unaufhaltsam auf eine Weltkatastrophe zutreibt, welche Art sie auch sein mag. Aber gerade in dieser Zeit, wo die Situation der Menschheit aussichtslos zu sein scheint, meldet sich ein neues Bewusstsein. Vielleicht kann die Menschheit überhaupt nur durch dieses neue Bewusstsein vor dem Untergang bewahrt werden. Denn solange wir auf der Stufe der menschlichen Bewusstseins stehen, bedeutet jeder Fortschritt in der Wissenschaft und Technik immer auch eine neue große Gefahr. Denken Sie an die Waffen. Welcher Art ist nun dieses neue Bewusstsein? Und wieso kann es aus der gegenwärtigen Bedrängnis befreien? Zunächst ist zu beachten, dass die bisherigen Bewusstseinsstufen durch das neue Bewusstsein nicht eliminiert werden. Im Gegenteil, alles, was durch sie geschenkt wurde, bleibt auch im neuen Bewusstsein bewahrt und soll in etwa etwas Wesentliches im Lauf der geschichtlichen Entwicklung vergessen worden sein. Wenn ich sage, sollte etwa das vergessen worden sein, vergesse ich vermeintlich irgendwo abgestorben sein. So muss es im neuen Bewusstsein, im neuen belebt und aufgenommen werden. Allerdings müssen die verschiedenen Bewusstseinsstufen im rechten Verhältnis integriert werden. Unter Vermeidung einseitiger Extreme, seien sie nun magisch, mythisch oder mental. Denn alle diese Bewusstseinsdimensionen gehören im rechten Maß zu einem menschlichen Wesen. So lässt sich ja die gegenwärtige Notlage der Menschheit teilweise darauf zurückführen, dass das Echte im Magischen und Mythischen fast verschwunden ist. Die Restformen dieser Bewusstseinsstufen also weitgehend dekadent geworden sind. Damit ist der Mensch der Gegenwart fast ausschließlich auf das mentale Bewusstsein angewiesen. Das Neue, das mit dem neuen Bewusstsein hinzutritt, lässt sich als vierte Dimension bezeichnen. Wohingegen das mentale Bewusstsein dreidimensional ist. Die vierte Dimension ist jedoch nicht im selben Sinne Dimension wie die drei vorhergehenden. Sie ist integrierende Dimension, die das Ganze erfasst und dadurch den harmonischen Gleichgang aller bisherigen Bewusstseinsdimensionen bewirkt. Dieses Ganze ist das eigentlich Geistige und richtig verstanden das Göttliche. Dass dem, der das neue Bewusstsein wirklich integriert hat, das Göttliche mitbewusst ist. Es hat zwar schon immer Menschen gegeben, denen dieses Bewusstsein des Göttlichen für Augenblicke geschenkt wurde, aber es waren eben doch nur kurze glückliche Augenblicke, wenn das Erlebnis auch je nach seiner Stärke eine gewisse dauernde Nachwirkung hatte. Ebenso wie die vierte Dimension ist das neue Bewusstsein nicht darstellbar. Man kann das nicht beschreiben. Vielleicht beginnen wir dennoch zu ahnen, was mit ihm gemeint ist. Würde man versuchen, es befriedigend darzustellen, wie dies ja für die früheren Bewusstseinsstufen prinzipiell möglich ist, so müsste man sich wieder des begrifflichen Denkens bedienen, wäre also auf das mentale Bewusstsein zurückgeworfen.
lassen sich nun Auswirkungen der neuen Bewusstsein mit einiger Sicherheit voraussehen? Das ist die Frage, offenbar kommt. Ich sage das noch einmal. Lassen sich nun Auswirkungen des neuen Bewusstseins mit einiger Sicherheit voraussehen? Solche Wirkungen setzen natürlich voraus, dass das neue Bewusstsein nicht nur von einigen Menschen, sondern mehr oder weniger in die ganze Menschheit integriert ist. Ohne auf alle Möglichkeiten im Einzelnen einzugehen, möchten wir nur eine erwähnen. Mit dem neuen Bewusstsein würde nämlich der Krieg als Mittel politischer Konflikte auszutragen ein für allemal ausgeschaltet sein. Der neue Mensch wird andere, neue Wege finden, von denen wir heute vielleicht noch nichts wissen. Ebenso wie der Mensch des mentalen Bewusstseins nicht von dem ahnte, was erst im mentalen, ebenso wie der Mensch des vormentalen Bewusstseins nicht von dem ahnte, was erst im mentalen Bewusstsein möglich wurde. Im neuen Bewusstsein wird so dann die Menschheit endgültig und wie von selbst eins werden. Schon dadurch können Konflikte, die heute immer wieder zu Kriegen führen, leichter vermieden werden. Das Gleiche gilt für die Konflikte innerhalb der einzelnen Gesellschaften, die heute mit der Rechts- und Strafforschung nur unzureichend gedämpft werden. Der neuen Menschheit werden also, weil die Grundverfassung ihres Bewusstseins von dem der Gegenwart so verschieden ist, ganz neue Möglichkeiten offen stehen. Mancher wird es für wahrscheinlich halten, dass die Welt in einer großen Katastrophe zugrunde geht, als dass der angedeutete Augenblick verwirklicht wird. Dagegen spricht jedoch zunächst, dass sich in der Geschichte und Vorgeschichte des Menschen wie des Kosmos ein beständiger Fortschritt beobachten lässt. Man kann hier Teilhard de Chardin zustimmen, der von der Berichtung zum Punkt Omega spricht. Sodann ist bei diesem Augenblick Ausblick vorausgesetzt, dass das neue Bewusstsein wirklich allgemein integriert ist. Das kann noch sehr lange dauern, kann aber auch, wenn sich die Menschheit richtig verhält, überraschend schnell geschehen. Hier kann ich eine kurze Bemerkung dazu machen, die mir gerade einfällt. Der John Gebser, den ich viel benutzt habe, der spricht über diese Dinge. Er sagte, es ist möglich, oder er sagte, entweder kommt dieses neue Bewusstsein zum Durchbruch innerhalb drei Generationen oder es dauert noch 2000 Jahre. Aber es ist im Gange, es ist unterwegs, das ist gar kein Zweifel. Wenn es nicht unterwegs wäre, wären sie nicht hier. Der Zustand, auf den die Entwicklung asymptotisch zuläuft, lässt sich wohl in folgender Weise andeuten. Was bis heute nur wenige geschenkt wurde, wird das Normale sein für jeden Menschen, der sich dem neuen Bewusstsein nicht widersetzt, sondern es in sein Menschsein integriert hat. Der neue Mensch wird ein Erleuchteter, christlich gesprochen ein Mystiker sein. Diese heute ganz seltene Gabe erwacht dann von selbst ohne besonderes Hinzutun von Seiten des Menschen, also ohne besondere Übungen, ähnlich wie der Mensch des mentalen Bewusstseins normalerweise in einem gewissen Alter von Gebrauch zum Gebrauch der Vernunft kommt. Mit anderen Worten, die Sinnerleuchtung liegt eben nicht in der mentalen Ebene, sondern geht über sie hinaus. Dabei wird immer vorausgesetzt, dass sie echt ist, also nicht nur ein Phänomen psychosomatischer Art, sondern eine Erfahrung ursprünglich geistiger Art. Wenn dem anders wäre, so ginge sie nicht über das Rationale hinaus,
sondern wäre dem Irrationalen zuzuordnen und läge damit noch unterhalb des Mentalen. Bei der Einschätzung der genannten Erfahrungen muss stets die konkrete Wirklichkeit im Auge behalten werden. Obwohl die vierte Dimension in der Mathematik und Physik, wie sie Einstein, Max Planck und Heisenberg vertreten haben, längst integriert ist, sind wir noch sehr weit davon entfernt, sie in das Bewusstsein des einzelnen Menschen aufgenommen zu haben. Aus diesem Grunde können sich auch die echten und hochwertigen Erfahrungen der Zen-Meditation Einzelner nicht so voll auswirken, wie es der Fall wäre, wenn die Menschheit als Ganze das neue Bewusstsein integriert hätte. Trotz dieser Hemmnisse bleibt es wahr, dass es in Vergangenheit und Gegenwart schon Menschen gab und gibt, deren tiefe Erfahrungen auf ihre Umgebung gewissermaßen ausstrahlen. Viele Menschen spüren das, obwohl sie selbst noch viel davon entfernt, weit davon entfernt sind. Selbst solche Erfahrungen zu machen, vielleicht würde sich die Menschheit auch ohne besondere Erziehungs- und andere Maßnahmen allmählich in Richtung auf das neue Bewusstsein hinwandeln, wenn es mehr Menschen gäbe, von denen eine solche Ausstrahlung ausgeht. Ich möchte nun noch von einigen Wirkungen sprechen, die mit dem neuen Bewusstsein gegeben sind, sich aber auch schon bis zu einem gewissen Grad in der Zen-Erleuchtung finden. Zunächst sei die Befreiung von jedem Denken im Gegensetzen, jenem extremen Dualismus genannt, der uns heute so stark belastet. Wer die Erleuchtung tief in sein Sein hineingenommen hat, lebt heute schon in einer höheren Einheit, die durch Gegensätze nicht mehr zerrissen werden kann. So wird er etwa Enttäuschungen, die unvermeidlich sind, nicht mehr so verletzend empfinden wie vorher. Desgleichen wird er von Hass und Zeitnot nicht mehr so tief betroffen, weil es für ihn nicht nur eine quantitative, sondern auch eine qualitative Zeit gibt. Er wird in etwa zeitfrei werden, wie man sagen kann, was eine typische Auswirkung des neuen Bewusstseins ist. Viele, die sich lange in der Zen-Meditation geübt haben, erfahren auch, dass Angst und Furcht sich auflösen. Solche Wirkungen sind in Zen-Kreisen wohlbekannt. Ein logisch scheinbar widersprüchliches Zen-Wort lautet, Leben und Tod sind eins. Ein und dasselbe. Solche Einsicht wird einem nicht aufgrund von Überlegungen zuteil, etwa durch den Gedanken, dass es eigentlich keinen Tod im Sinne völliger Vernichtung gäbe, sondern von ganz anderer, rational nicht erklärbarer Seite her. Auch Beleidigungen bringen den Menschen, der aus solcher Tiefe Erfahrungen lebt, nicht außer Fassung, wiewohl er sie als solche fühlt. Er empfindet eher Mitgefühl und Bedauern für den Beleidiger und trägt ihm nichts nach. Er hat die innere Freiheit, die durch das Sterben des kleinen Ich gewonnen wird. Diese Freiheit sollte jeder besitzen, der eine tiefe Erleuchtungserfahrung und aufgearbeitet hat. Andererseits kann man an solcher Erleuchtung berechtigten Zweifel haben, denn seine Erfahrung war vielleicht ein glücklicher Augenblick, das heißt also, wenn diese Wirkungen nicht da sind, kann man daran zweifeln, denn seine Erfahrung war vielleicht ein glücklicher Augenblick, der noch eine Zeit lang nachklang, aber im Bewusstsein keine dauernde Wandlung hinterließ. Ein solcher Mensch lebt unverändert in der mentalen Dimension fort und bleibt der dualistischen Denk- und Handelsweise unterworfen. Eine weitere Veränderung des Bewusstseins
wie sie schon jetzt durch die Zen-Meditation erlangt werden kann, betrifft das Zeitgefühl. Bei dem Wort Zeit denkt man gewöhnlich an Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, obwohl es eigentlich doch nur Gegenwart wirklich gibt. Es mag vielleicht scheinen, dass der Mensch nicht anders denken kann. Doch im neuen Bewusstsein fallen alle drei Zeitdimensionen zusammen. Das ist mit Zeitfreiheit, mit der Befreiung vom Unrast und Zeitdruck gemeint, wie sie oben angesprochen wurde. Eben diese Befreiung ereignet sich schon in dem Augenblick, in dem die Erleuchtung eintritt. Denn in ihm fallen alle Sorgen und Bedrängnisse ab. Der erste Mensch lebte zeitlos und ichlos. Der Mensch des neuen Bewusstseins ist zeitfrei und ichfrei. Wer das integriert hat, wird sich mehr von seinem empirischen oder kleinen Ich bedrängt oder terrorisiert. Es dürfte deutlich geworden sein, dass die Sinnerleuchtung zumindest in der Richtung auf das neue Bewusstsein liegt. So ist es nicht zu verwundern, dass die Übung der Zen-Meditation, die ja ein Weg zu dieser Erfahrung sein will, helfen kann, sich für das neue Bewusstsein zu öffnen. Das gilt auch für Menschen, die ohne etwas von diesen Zusammenhängen zu ahnen, diese Meditationsweise aus anderen Motiven vollziehen. Ich möchte dafür ein Beispiel anführen. Wer etwas mit der Heiligen Schrift vertraut ist, kann durch die Übung der Zen-Meditation einen neuen Zugang dazu gewinnen. Lang gewohnte Texte werden ihm transparent und teilen ihm einen unaussprechlichen Sinn mit. Diese Transparenz ist für das neue Bewusstsein typisch. Anscheinend oder auch auf rationaler Ebene, wirkliche Widersprüche im Text lösen sich auf, weil man zu jenem unsagbaren Wirklichkeit durchblickt, die hinter dem Text steht. Diese Erfahrung ist ganz persönlicher Art und unzertrennlich mit tiefer Freude verbunden. Man könnte gewiss noch andere Auswirkungen der Zen-Meditation und besonders einer tiefen, angeeigneten Erleuchtung anführen. Aber alle diese Wirkungen, die schon jetzt erlangt werden können, sind nicht zu vergleichen mit dem, was der Mensch sein und erfahren wird, wenn das neue Bewusstsein vollkommen integriert ist. Wichtiger als all das schon heute zu wissen, ist wohl, dass der Mensch an die Zukunft glaubt und sich mit allen Kräften darauf einstellt. Jeder Mensch, der sich darum bemüht, es braucht, ja nicht auf dem Weg des Zen zu sein, trägt dazu bei, dass die gegenwärtige Krise der Menschheit überwunden und der Weg für eine glücklichere Menschheit frei wird. So, damit wir den Vortrag schließen. Ja. Wir machen jetzt unsere kurze Pause, 10 Minuten, Viertelstunde, die Türen auf, die Luft herein und können dann Fragen und Antworten mit Pater LaSalle hier noch durchführen. Meine Damen und Herren, für die jetzt folgende Diskussion möchte ich Sie bitten, nach vorne zu kommen.
möglichst nach vorne an das Mikrofon, was hier im Gang steht, zu kommen. Zum einen hört Pater LaSalle nicht mehr gut. Zum anderen ist es auch für uns alle hier im Saal besser verständlich, wenn die Fragen über Mikrofon gestellt werden. Wenn es mal gar nicht anders geht, dass jemand nur vom Platz aus kann, werde ich versuchen, die Fragen nochmal zu wiederholen. So, ich denke, wir können einfach loslegen. Wer hat nach diesem, ich fand, sehr interessanten Vortrag die ersten Fragen? Da hinten sehe ich jemand. Ja, bitte. Es ist auch möglich, wer jetzt irgendwelche Fragen schon im Kopf hat, dass er sich eigentlich schon mal am Mikrofon anstellt und wir dann der Reihe nach dran nehmen. Bitte sehr. Ja, ich hätte zwei Fragen. Und zwar, in dem letzten Buch, das ich ja gelesen habe, das ist Zen, Unterweisungen, da stellt Pater Enomia LaSalle die Vergleiche zwischen der christlichen Mystik und zwischen Zen-Meditation. Er beruft sich in dieser Mystik, christlichen Mystik, besonders auf ja, Heiligen Johannes von Kreuz, dann Johannes Tauler, Meister Eckhart und andere. Und da sagt er, es geht mir um den Begriff Gott. In Buddhismus gibt es nicht diesen Begriff Gott. Es gibt keine und schon gar nicht eine Personifizierung als Person. In der christlichen Mystik, Johannes von Kreuz sagt es, sagt er es ganz genau, Gott ist nicht nur Geist, er ist auch eine Person. Wie kann man dann zum Beispiel die Parallelen ziehen, obwohl sie versuchen zum Beispiel die Grenze zu ziehen, doch zwischen den Spalten lese ich in jedem Fall so und ich verstehe, dass es einen nur Gott gibt. Obwohl die Buddhisten gar nicht diesen Begriff Gott haben, aber doch, ich habe es im Unterbewusst, dass es doch einen Gott gibt. Das bedeutet, abgesehen von unseren christlichen Glauben, ob das Buddhismus, ob das Islam ist und so weiter. Das wäre die erste Frage. Die zweite Frage wäre... Wir beantworten die schon mal. Ja. Vielleicht ist es möglich, die erste recht lange Frage gleich zu beantworten. Sie können gerne noch warten, um dann noch mal eine Frage zu stellen. Also zunächst mal möchte ich dazu sagen, es geht nicht um einen Vergleich zwischen Christentum und also den Zen in dem Sinne als Ganzes, sondern es geht darum, wie die Übereinstimmung, was man tut, um diese Erfahrung zu haben. Und da ist es eben so, dass in beiden Fällen das Denken aufhören muss. Und jetzt noch eins, noch allgemeiner zu sagen. Man kann von dem absuchenden Absoluten sprechen. Es gibt das absolute Sein, das Absolute. Ich weiß nicht, ob Sie darunter schoten, aber das letzte ganze absolute Sein. Das kann man sich vorstellen, persönlich als Person, aber auch als Nicht-Person. Und im Christentum sieht man das als Person und im Buddhismus sieht man das als Nicht-Person. Und um dieses ganz absolute Letzte zu erfahren, sowohl im einen als auch im anderen Fall, da sind in den Wegen Übereinstimmungen. Nämlich, da müssen die Gedanken aufhören, sonst geht das nicht. Wer in einem einen oder anderen Fall, das ist der Vergleich. Das scheint mir die Antwort zu sein. Meine zweite Frage uns ganz kurz, Satori, Erleuchtung. Ich weiß, dass man dies nicht beschreiben kann, diese Erleuchtung. Vielleicht durch Gegensätze oder Negation. Ich hätte nur eine Bitte. Wie könnte man das beschreiben, menschlich beschreiben? Was ist das für ein Gefühl? Wie sieht das Licht aus?
Ja, also man kann sagen, das ist die Erfahrung der letzten Wirklichkeit, des Absoluten, was sie nehmen. Das kann man sagen. Und zwar diese Erfahrung, die kann niemals ersetzt werden durch irgendeine Erklärung. Es ist ein Unterschied, ob jemand, der erklärt, vielleicht sehr genau sich vorstellt und auch einen Glauben hat an Gott, und trotzdem kann der Glaube verloren gehen. Und das ist bei vielen Menschen heute geschehen. Die haben also all das gelernt in der Schule und jetzt kommen sie in eine Atmosphäre hinein, die gottlos ist in dem Sinne, dass die einen Glauben hat, und dann wird er irre daran. Aber wer das einmal erfahren hat, das geht nie mehr weg. Ich erinnere mich, also hat mir ein deutscher Herr, der lange in Japan war und auch jetzt noch da ist, der hat mir ein Gespräch erzählt von einem Bekannten, das stattfand vor vielleicht nicht, etlichen Jahrzehnten. Die trafen sich und sagten, ja, heute in dieser heutigen Zeit, das ist also schlimm, man glaubt nicht mehr und keine so viel Unglauben und so. Hat der andere gesagt, ich werde niemals von meinen Glauben an Gott verlieren, ist ganz egal, wer auf eine Philosophie kommt. Denn ich bin Gott begegnet. Diese Erfahrung. Ja. Das ist ganz was anderes. Der kann das gar nicht anders werden. Und da finden Sie manche Leute, auch aus klassischen Dingen, zum Beispiel vielleicht ist Ihnen bekannt der heilige Benedikt, der Gründer des Benediktinerordens. Der hat einmal solche Erfahrungen gehabt, der hat das selber erzählt. Und das ging über alle Lehren und was er da gelehrt hat, alles hinaus. Und unser Ordensbruder, meines Ordens, der Ignatius von Loyola, der hat ganz was anderes gesagt. Der hat die Erfahrung gehabt und da hat er erklärt das ein bisschen und beschreibt das, wie das, was das war. Ganz genau kann man das ja nicht sagen. Aber er sagte, und waren auch sämtliche Schriften auch von allen über Glaube und Testament, auch die heiligen Schriften verloren gingen, mein Glaube an Gott wird nicht dadurch erschüttert. Das ist die Erfahrung. Dankeschön. Bei mir geht es einmal um etwas ganz Praktisches. Wenn man gerade nicht mehr studiert und nicht gerade Lehrerin ist oder einen anderen Beruf hat, vielleicht Theologe oder so etwas, und nicht Kinder hat, die schon groß aus dem Haus sind, sondern also mitten im Leben, im Stress steht, mit Kindern, mit Terminen, Sport und wo es auch immer sei, Familie, Haus, Hof und so weiter, wie man dann überhaupt, also mir geht es persönlich nicht aus, und man knapst sich das alles ab und möchte das alles gern und schön, dass man keinen Stress hat und auch auf die Umwelt vielleicht und so, also das sehe ich doch im Praktischen sehr, sehr schwierig an, also dass man das noch schafft, bevor man Rentner ist. Das ist also eine ganz praktische Frage und und eine zweite kleine Frage nur, was sagen Sie zu den Baha'is? Das würde mich auch noch mal interessieren. Ja, das ist eine gute Frage. Eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich das... Ich bin natürlich insofern überfragt, dass ich da keine Erfahrung drin habe. Und deswegen wird meine Antwort vielleicht auch nicht... vielleicht haben Sie mal etwas gehört... Etwas, was man sagt, in allem Gott finden. Ich setze voraus, dass Sie ein gläubiger Mensch sind, in allem Gott finden. Das ist das Kunst. Dass Sie in jedem Menschen und jedem Sein und alles passiert, den unangenehmen und den angenehmen Gott finden. Dann können Sie trotz aller Mühe mit Ihren Kindern und alles, das können Sie immer mit Gott tief verbunden sein. Das gibt es. Und ich würde sagen, wenn jemand das Sinn, also mit einigermaßen so wie das möglich ist, natürlich die betrachtete Person, die kann ja vielleicht gar nicht, hat ja auch keine Zeit dahin zu kommen, in Sendkursen und so weiter, aber falls sie das integrieren könnte, dann kann man das lernen. Ja.
Und dann kann passieren, was will. Das ist was gut oder schlecht, und es geht einfach. Ja. Und da kann man dran wachsen. Ja. Die nächste Frage von dir. Was meint Meister Eckhart? Die zweite Frage ging nur zu den Bahai, aber ich habe dahin keine Frage gesehen. Die Bahai versuchen also auch so etwas Überreligiöses zu schaffen, richtig? Und Sie wollen wissen, was Pater LaSalle zu dieser Gruppe der Bahais sagt, wenn er dazu was sagen kann. Die Bahai, ja. Da bin ich leider überfragt. Ich würde auch, es wäre ganz schön, wenn man, ich sag mal, versucht ein bisschen die Dinge zu fragen, die im Vortrag angeschnitten worden sind und auch zu denen Pater LaSalle ganz spezielle Erfahrungen hat im Laufe seines langen Lebens. Bitte. Pater LaSalle, ich verstehe nicht, was Meister Eckhart darunter meint, wenn er sagt, es gibt eine Stelle in Menschen, in die lugt noch nicht einmal Gott hinein. Ja, also da kann ich Ihnen auch keine Antwort geben, so ohne weiteres. Da müsste ich schon genauer nachsehen, Zusammenhang und so weiter. Ich habe nicht den ganzen Eckhart da im Kopf. Und Eckhart ist insofern schwierig zu verstehen, weil er ist Philosoph und ist Mystiker und was noch. Man hat eigentlich noch nie, vielleicht noch kein Buch geschrieben, was wirklich den Eckhart dann steht. Er scheint wie im Widerspruch zu sein, so und so und so, nicht? Aber das könnte man aber doch in Büchern finden, in dieser Erklärung. Ja, über das Hineinlucken, wo Gott nicht hineinlucken. Ich muss ehrlich sagen, ich müsste genau wissen, was er damit meint. Wenn er diese Ich habe es nicht herausbekommen und ich habe es auch selbst nicht erfahren. In mir sind natürlich noch viele Stellen, von denen ich weiß, da hat Gott noch nicht hineingelugt. Aber er spricht offensichtlich auch vom Erleuchteten. Es gibt eine ominöse Stelle, da hat selbst Gott, nach Meister Eckhart, nichts zu suchen. Ja, ja, solche Ausdrücke hat er. Also ich muss sagen, wenn er das sagt, obwohl ich das nicht verstehe, ist es meine ganz große Freude. Wunderbar. Herrlich ist das. Viel interessanter und viel schöner, als wenn da alles so ganz genau so bewiesen ist. Es ist eben so, was man nicht vergessen darf. Letzten Endes kann man von Gott nichts sagen, es ist einfach nicht so. Geht nicht. Unsagbar. Ja. Aber bestimmt, wenn Sie mal die Möglichkeit haben, also ich weiß nicht, Kommentare zu lesen, da sind sicher einige Leute, die Ihnen doch etwas dabei helfen können. Bitte. Die nächste Stoßen Frage. Sie, schießen Sie, bitte. Ich warte. Ja, am Mikrofon. Ich würde gerne auch zwei Fragen stellen. Mit der einen nochmal auf den einen Vorredner zurückzukommen, nach Satori. Können Sie zum Satori vielleicht noch beschreiben, welche oder andeuten, welche körperliche Wahrnehmung damit verbunden sein kann? Welche Empfindungen? Sie haben gesagt, Sie haben über die Erfahrung gesprochen, aber vielleicht noch über das Körperliche dabei. Ja, also die Empfindungen, die sind sehr verschieden, wie das sich auf den einzelnen Menschen auswirkt. Ich habe das ja ganz angedeutet. Es kann sein,
dass der Mensch auf einmal sagt, ah, das ist es. Und bleibt ganz ruhig. Das war's. Jetzt weiß ich. Und das hat er nie vorgewusst. Ja, was haben Sie denn? Wissen, ja, wissen jetzt. Kann ich nicht sagen. Und bei anderen, die sind so ergriffen, das kommt den Sinn vor, dass die überhaupt sich nicht aussprechen können. Die kommen in die Aussprache hinein und kommen also zu dem Leiter und da spricht man sich aus über den und wollen sagen, was sie erlebt haben. Die sind so erschüttert und Tränen zu fließen, was sie einfach nicht reden können. Es gibt beides. Verschiedene Arten, ja. Aber was im Zen eigentlich viel mehr betont wird, was also praktisch betont wird, nicht so sehr, was das ist und so weiter, sondern wenn man diese Erleuchtung erfahren hat, dass man jetzt noch mehr üben müssen als bevor. Und zwar, um das jetzt in zu integrieren, zu vertiefen. Und das ist immer nur ein Anfang. Es gibt natürlich auch ganz große Erlebnisse, Erfahrungen, die auf einmal alles bringen. Aber meistens ist es eben sogenannte kleine Erleuchtung, die ist auch wirklich, man hat das, was erfahren ist, ist die Leuchte. Aber es ist noch sehr schwach und muss noch vertieft werden. Und noch von vielen Begrifflichen, was da noch drin ist, muss gesäubert werden. Das ist überhaupt in diesem Zusammenhang, möchte ich das sagen, wenn man von Erleuchtung steht, dann liest man immer nur über Erleuchtungen, die ganz große Erleuchtungen gefahren sind, wie der Buddha und manche andere. Und im Zen, hauptsächlich sagt man, da ist meistens was davor kommt. Das sind sogenannte kleine Erleuchtungen. Nur wollte ich sagen, es ist dasselbe insofern, als ein Staubkorn Gold genauso Gold ist, als wie ein Klumpen Gold. Aber mit dem einen kann ich nichts anfangen, das ist die Verdi große Erleuchtung. Es ist dasselbe, aber in einem ganz stärkeren, intensiveren Maße. Darf ich noch mal eine zweite Frage stellen? Sie haben das Wort Veranlagung benutzt, das ist bei mir hängen geblieben. Ich erinnere es so, zu dem Satori kann man auf ganz verschiedenen Wegen kommen. Manche haben dafür eine Veranlagung, andere durch Übung. Ich möchte Sie gern fragen, was damit Veranlagung gemeint ist. Und noch anschließend, zur Veranlagung tritt für mich dann hinzu Erziehung, wie ein Kind aufwächst. Das haben Sie, soweit ich es erinnere, jetzt nicht berührt im Vortrag. Können Sie dazu auch etwas sagen, welche Bedeutung das im Hinblick auf die Möglichkeit der Erleuchtungserfahrung hat? Wahrscheinlich meinen Sie die Stelle, wo ich gesagt habe, es gibt Menschen, die also diese Erfahrung haben, ohne überhaupt darauf zu warten und darauf, also wissen gar nichts davon. Aber mich sowas da und die haben sie überrascht. Und trotzdem ergreift es sie sehr tief. Und die können diesen Moment niemals vergessen, im ganzen Leben nicht. Und haben sich gar nicht was zu tun. Also es kann sich sein, dass diese Konstellation, die im Bewusstsein da sein muss, dass sowas geschieht, dass die eben einmal, aus welchen Gründen, kann man gar nicht wissen, einmal da ist und auf einmal geht das, dann weiß man das. Wenn man dagegen solche Erfahrungen nicht macht und sie auf eine Methode zu erreichen sucht, dann muss man einen ganz bestimmten Weg gehen. Aber im ersten Falle ist dann wieder der andere Punkt, dass der Betreffende, dem das ganz einfach geschenkt wurde, der muss das jetzt integrieren und dadurch wachsen und sich umgewandelt werden. Das ist da immer gleichzeitig eine große Aufgabe. Es ist nicht nur, dass es ein glücklicher Moment ist und dass man vielleicht nach vielen Jahren immer noch das nochmal wieder erfahren möchte, sondern das ist eine Aufgabe. Er muss das jetzt integrieren, der Mensch muss umgewandelt werden. Aber auf der anderen Seite, wenn Sie Anlage machen, dann ist es auch ein Unterschied, je nachdem wie Menschen veranlagt sind, ob sie auch auf dem Wege, wenn sie jetzt diesen Weg gehen oder irgendeinen Weg gehen, zur Erleuchtung kommen. Zum Beispiel Leute, die sehr, sehr verstandesmäßig veranlagt sind, die brauchen mehr Zeit im Allgemeinen, um dahin zu kommen, als andere, die mehr so
sagen wir mal, die gibt es ja heute nicht mehr so viel, aber die mehr mit der Natur zusammenleben und so weiter und nicht so verkopft sind, das erschwert das. Das ist ein Unterschied. Aber noch etwas kann ich sagen zum Troste der Damen, dass es im Allgemeinen leichter ist, für Frauen die Erleuchtung zu bekommen als für Männer. Weil sie von Haus aus mehr intuitiv sind. Die Frau ist mehr intuitiv als der Mann, wenn das gibt Unterschiede. Allerdings ist denn die Frage, ob nicht vielleicht in dem Falle, dass der Mann das bekommen hat, gerade deswegen, weil es viel länger gedauert hat, das noch tiefer ist. Das ist auch nicht. Zum Troste der Männer gedacht. Pater LaSalle, ich bin sehr glücklich, dass Sie nach Hamburg gekommen sind und möchte Ihnen danken. Ein ganz klein bisschen. Etwas lauter vielleicht reden? Dicht ans Mikrofon rangehen und lauter reden. Danke. Gut. Pater LaSalle, ich bedanke mich dafür, dass Sie nach Hamburg gekommen sind. Und ich möchte noch etwas fragen zu dem neuen Bewusstsein, das wir Menschen erreichen sollen. Und zwar komme ich mehr und mehr von allen Seiten dahin getrieben oder geführt zu der Überzeugung, dass es ein Überleben mit den Zellen sein muss. Dass das Integrieren unsere Zellen einbeziehen muss. Als ganz sensible und unsterbliche Wesen. Ich würde sagen, ich würde das heute Frau von Ochtrup beantworten. Ja, vielleicht kann diese Frage von Frau von Ochtrup beantwortet werden. Sie sich damit befasst. Ich denke, dass dieser Menschheitstraum, mit den körperlichen Zellen zu überleben, einen ganz richtigen und ernsthaften Kern hat. Denn in jeder unserer Zellen gibt es viele, viele Elektrons, kleine energetische Teile, die tatsächlich überleben und die absolut ewig sind und dabei einen Teil unserer Individualität mitnehmen. Wer sich darüber näher informieren will, der sollte das Buch von Charon lesen, Der Geist der Materie. Da ist es ganz ausgezeichnet geschildert, besser als ich das jetzt hier in den paar Minuten anreißen kann. Meine Frage geht eigentlich ein bisschen in die Richtung der Frage, die eben gestellt wurde. Sie ist zum Teil eben dadurch jetzt durch die Antwort auch schon beantwortet. Um das nochmal hinterherzusetzen, es ist also nicht so, dass Zen-Konzepte notwendig davon ausgehen, dass praktisch nach dem Tode, wenn man jetzt fleißig Zen gemacht hat, sozusagen in die Allseele aufgehen müsste, sondern sowas wie eine Art individuelles Kontinuum könnte erhalten bleiben. Ist das richtig verstanden? Nein, nein, nein. Es wird weitergehen im Sinne der Entpersönlichung, aber nicht im Sinne der Verminderung, sondern der Anreicherung von Liebe. Charon selber sagt, das Elektron, das innerste Wesen des Elektrons ist Liebe. Und wenn wir hier richtig leben, dann versuchen wir ja auch immer besser zu lieben. Und das wird sicherlich auch im Jenseits noch lange weitergehen, ehe wir vielleicht eine Individualität oder eine Persönlichkeit wie hier einfach nicht mehr nötig haben. Ist das auch Zen-Auffassung? Absolut. Ja. Danke. Pater LaSalle, meine Frage geht in eine ganz andere Richtung. Welche Vision schwebt Ihnen für die Welt vor, die dieses neue Bewusstsein erlangt hat? Wird es eine konfliktfreie Welt mit geradezu paradiesischen Zuständen sein? Welche? Die Vision der Welt, die freie Welt. Eine konfliktfreie Welt. Ach, durch das neue Bewusstsein.
Ja, eine konfliktfreie Welt, wenn das nun... Ich würde so sagen, dass es möglich sein wird, einen wirklichen Weltfrieden zu und einen beständigen Weltfrieden haben. Insofern, es ist nicht so, dass es keine Konflikte gibt, sondern dass die Konflikte sich nicht so auswirken, dass sie also ganz so katastrophale Auswirkungen haben. Konflikte, das heißt also Widersprüche. Also man muss sich einigen, dass man sich einigt. Und dass man, es gibt auch vielleicht zwischen auch zu unseren Ländern, ganz abgesehen davon, dass ich glaube, die Zeit wird kommen, einmal, dass die Welt auch also rein politisch eine Welt wird. Das muss einmal kommen. Und das wird natürlich dauern. Aber es gibt, ich würde sagen, nehmen Sie zwei Menschen, die wirklich sich im echten Sinne Freundschaft haben, sich lieben, ich meine also so, die werden viermal eine Lösung finden, wenn es einen Konflikt gibt. Meines Verschiedenes, dann schlagen sie sich darüber, wir finden eine Lösung. Und da kommt eben das hinein, was ich da im Vortrag versucht habe anzudeuten, dass gleichzeitig das Ganze mit immer empfunden wird. Wer das Ganze mit empfunden kann, dem werden also diese Konflikte nicht zu Konflikten in dem Sinn, dass er nicht weiß, von hin und her ist. Ja, ich habe eine Frage zum Leben im Hier und Jetzt. Gibt es? Ich habe eine Frage zum Leben im Hier und Jetzt. Können Sie uns da vielleicht irgendeine Hilfestellung geben, wie man das also für sich bewerkstelligen kann? Eine Frage in dem, wie können wir unser Leben jetzt hier bewältigen? So wie wir jetzt leben, wie können wir das bewältigen? Wie kann ich das lernen? Können Sie da eine Hilfestellung geben? Im Hier und Jetzt leben. Im Hier und Jetzt, richtig. Ja, aber wie ich das lernen kann, im Hier und Jetzt zu leben und nicht in der Vergangenheit, in der Zukunft, das ist die Frage, ja? Ja. Immer jetzt. Ja. Ja, das ist, das kann man nicht so ohne weiteres lehren, aber der Mensch, der das integriert hat, der neue Mensch, wenn ich das sagen soll, der wird immer im Jetzt leben und nicht in der Vergangenheit und Zukunft. Denn tatsächlich ist es ja so, Vergangenheit ist nicht mehr und Zukunft ist noch nicht. Wir sollten immer im Jetzt leben. Und wenn das möglich ist, und das ist sicher eine Auswirkung in dem neuen Bewusstsein, und dadurch werden eben ungeheuer viele Konflikte vermieden. Und auch das eigene, dass man damit mit der Situation bestfertig wird. Können Sie da so vielleicht eine Übung oder eine Hilfestellung? Die Meditation. Ja, das muss man lernen. Und das ist nicht so ganz leicht. Das ist, ja, vielleicht sagt Herr Ruppers was dazu. Ich würde schon sagen, dass der Weg der Meditation führt dahin. Nur es gibt keine Erleuchtung am Wochenende, es gibt kein Zertifikat wie in den USA. Instant Enlightenment, ein Enlightenment in 4 Tagen, wie das hier teilweise passiert ist in den letzten 3 Wochen. Wir müssen immer davon ausgehen, dass es ein Weg ist. Die Leute heute, junge Leute, haben eine größere Disposition, schneller an die Erfahrung heranzukommen. Man sollte aber nicht der Illusion erliegen, dass das alles über Nacht möglich ist. Es ist schon sehr viel eigenes Dazutun notwendig. Man darf sich nicht von der Autorität eines Meisters abhängig machen, weil das halt ist auch nur ein Wegbegleiter. Der verkauft ihnen keine Erleuchtung und der macht ihnen auch keine Erleuchtung möglich, sondern er bietet ihnen den Weg an und die Begleitung über diesen Weg. Sie müssen sich schon dieses etwas härteren, ich will nicht sagen strapaziösen, aber härteren Weges unterziehen, um dorthin zu kommen. Es ist eine Arbeit, es ist eine tägliche Arbeit. Das ist der, was Herr Graf Dürkheim gesagt hat, in dem Alltag als Übung. Jeder Tag als solcher ist eine Übung als solche und im Zen leben wir im Hier und Jetzt, arge quod arges, tue, was du tust. Das heißt, wenn ich esse, esse ich, wenn ich schlafe, schlafe ich, wenn ich arbeite, arbeite ich. Was mache ich heute, wenn ich telefoniere, denke ich schon an viele andere Dinge. Ich bin gar nicht mit dem Mann in Kontakt. Wenn ich mit jemandem spreche, spreche ich mit jemandem und denke nicht an andere Dinge, die ich zu erledigen habe. Und das ist die Aufgabe, die ich zu leisten habe im Hier und Jetzt. In allem, was ich tue, präsent zu sein. Das ist die große Übung. Und da kann ich das Buch von Graf Dürkheim immer nur wieder empfehlen, der Alltag als Übung, der eigentlich einen da sehr gut hineinführt. Sie brauchen nicht unbedingt zu meditieren. Der Alltag als Übung von Graf Dürkheim.
Ich möchte auch noch was zu Ihnen sagen dazu, wenn Sie sie noch mal darauf aufmerksam machen, dass sie jetzt nicht wegläuft. Ich wollte Ihnen auch noch was dazu sagen. Hier. Ja. Die Lösung ist für Sie bestimmt jetzt. Sie haben nach einem praktikablen Weg für sich persönlich gefragt. Ja. Ich möchte Ihnen erzählen, wie wir das bei uns machen und ich es speziell bei mir, wenn ich irgendetwas Neues in mich hineinbekommen will und da nur eine Stellung beziehen will. Ganz egal, ob es sich um dieses Stopp, was tust du jetzt, handelt oder um etwas anderes. Ich mache mir Zettel mit irgendeinem Zeichen, meinetwegen Stopp. Irgendwas drauf, wurscht, was Sie wollen, oder eine Zeichnung. Und diese Zettel, die hängen bei mir dann wochenlang über dem Herd, auf einem gewissen Ort, über dem Bett, im Flur, wo ich meine Sachen ablege, überall da, wo ich ständig vorbeikomme, hängt so ein Zettel, weil wir natürlich alle in dieser Hetze und in diesem Drängen und wo wirklich, wenn Sie Kinder haben oder in einem schwierigen Studium sind, dann läuft man drüber weg. Aber wenn man visuell erinnert wird, dann kann man in dem Moment die Sachen aus der Hand fallen lassen und sagen, was mache ich jetzt eigentlich? Nun wieder mal mit mir. Ja, vielleicht hilft Ihnen das. Vielen Dank. Ja, irgendwie hat sich für mich durch das, was eben kam, eigentlich meine Frage irgendwie schon gelöst. Trotzdem möchte ich es noch einmal versuchen, präzise zu sagen. Einmal meine Frage ist die, ist die Erleuchtung das, was Sie meinen, das neue Bewusstsein, das ganz kurz? Eine zweite Sache macht mir sehr viele Schwierigkeiten. Einmal sind Sie vorgestellt worden als Lehrmeister für das Hier und Jetzt, was ich voll verstehe und auch für mich annehmen möchte. Dann verstehe ich nicht, wie gesprochen wird, von der Vorstellung eines neuen Menschen, der irgendwann in weiter Zukunft, also nicht hier und jetzt, sondern irgendwann mal vielleicht ein ganz neues Weltbild. Das ist für mich Illusion. Hier und jetzt ist meine Realität. Ich bin immer im Hier und Jetzt und habe für mich vielleicht nur die Entscheidung, negativ oder positiv zu sein. Meine Frage, die Vorstellung des neuen Menschen, der ganz weit weg ist, was für mich nie erreichbar ist, weil es nicht hier und jetzt ist. Ja, wenn Sie so leben, kommen hier und jetzt, dann haben Sie alles, was Sie brauchen. Das ist gerade die Schwierigkeit, dass die Menschen sich die Sorgen machen und so weiter. Aber das ist etwas, was man so, wie das eigentlich gemeint ist, also nicht einfach machen kann. Denn eigentlich gibt es ja gar keine Zeit. Die sogenannte Uhrenzeit ist eigentlich gar keine Zeit. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Aber wir leben in dieser ganz eingeklemmt in die, sagen wir mal, die Uhrenzeit oder die materielle Zeit. Aber Zeit hat auch einen Sinn von Intensität. Das ist ganz was anderes, nicht wahr? Und manches kann man auch schon so ein wenig lernen, aber immerhin ist das zu lernen, dass man wirklich immer in der Gegenwart lebt, ob man das einfach kann, wenn man will, das möchte ich bezweifeln. Und wenn das jemand lernt, ich glaube schon, dass das möglich ist. Und dafür ist das erste möglich, die allerwichtigste Möglichkeit, dass man von allen Dingen, von keinem Ding, also sag mal, dass man frei ist von der Anhänglichkeit an die Dinge und so weiter, das muss so sein. So. Das heißt, wenn ein Mensch wirklich echt selbstlos wird, ja, dann, dass er nicht mehr also irgendwie falsche Intentionen und so weiter und diese Dinge hat. Je mehr der Mensch sich selbstlos wird, ja, fällt mir das Wort nicht an, meine Sprache ist auch nicht mehr ganz, bitte. Ja, nicht haften zum Beispiel, an nichts haften. Zum Beispiel, dass man, ich habe mal so ein ganz konkretes Fall sein, einer, der auch den gemacht hat und den ich gut kannte,
der hatte diese Einstellung. Nicht mit dem Willen, aber ganz von selbstverständlich. Also zum Beispiel, wir waren irgendwo hingefahren und da sagte er, und sind ausgestiegen und haben wir da etwas gegessen. Und dann sagte er, ja, ich habe da gar nicht mit gerechnet. Und jetzt bin ich dankbar. Jetzt kommt etwas anderes, man geht irgendwo hin und man nimmt an, dass man was zu essen bekommt und bekommt das nicht. Und dann ist man enttäuscht. Nee, so nicht. Ach so, ist kein Essen, erledigt. Das ist Selbstlosigkeit, Ichlosigkeit, nicht psychisch. Wenn wir ichlos sind, dann überhaupt nichts mehr werden. Aber dass man sich falsche annimmt, die Losschälung, was man immer in auch in der christlichen Ästhetik immer sagt. Losschälung von allem Geschöpflichen. Also ich will das noch mal eben ganz kurz ergänzen. Es ist also, um auf Ihre Vision zurückzukommen, diese neuen Menschen, von denen Pater Lassalle spricht, den gibt es heute schon. Nur in der Zukunft wird sich das noch mehr verdichten. Pater Lassalle hat diese Erfahrung schon gemacht und mit Menschen schon gemacht. Und möglicherweise sind hier heute Abend im Saal schon Menschen mit diesem Bewusstsein des neuen Menschen. Es geht nicht... Nehmen Sie das nicht so ernst. Ich meine, Sie reden von der Zukunftsprojektion. Sie haben gesagt, wenn wir im Hier und Jetzt leben, können wir über die Zukunft nicht nachdenken. Es geht eigentlich dahin, dass sich das in die Zukunft hin mehr und mehr entwickelt und mehr und mehr verdichtet, dass diese Menschen mit diesem Bewusstsein einen größeren Teil im Prinzip abdecken, als es heute der Fall ist. Aber es gibt heute schon Menschen, wo das aufgebrochen ist. Das ist gar keine Frage. Weil Sie positiv denken. Ja, ich lebe nicht nach Murphy, aber ich lebe im Hier und Jetzt. Das ist richtig. Ich bin hoffnungsvoll. Ich lebe nicht in der Angst. Wir sind auf Hoffnung angelegt. Sorge nicht um morgen. Der heutige Tag hat seine eigene Plage. Das ist unsere Aufgabe. Ich will mal eben Ihre erste Frage noch mal wiederholen. Sie hatten ja noch am Anfang eine Frage gestellt, wo es darum ging, ob Pater Lassalle mit dem Begriff der Erleuchtung in etwa das Gleiche meint, wenn er den Begriff des neuen Menschen oder neuen Bewusstseins benutzt. Glauben Sie, das ist in etwa das Gleiche, was Sie mit diesen beiden Begriffen meinen? Erleuchtung und das neue Bewusstsein, der neue Mensch. Diese beiden Dinge, meint das Gleiche oder doch noch was Verschiedenes? Ja, das kann man nicht einfach das Gleiche, sondern die Erleuchtung ist ja kein, obwohl etwas davon bleibt, ist ja kein Dauerzustand. Und dagegen aber der neue Mensch hat, das ist Dauerstand, das ist immer so. Das ist insofern ein Unterschied. Vielleicht kann man sagen, dass der Mensch, was ein anderer Mensch heutzutage nur vielleicht ganz konkret mal gelegentlich hat, und für all den Menschen, der bei ihm ist das immer so. Aber das allein ist nicht so, damit würde ich die Sache nicht als genügend umschreiben sehen. Dann habe ich wirklich doch spontan die Frage, was ist der Wert der Erleuchtung, wenn es wieder vergeht? Der Wert der Erleuchtung. Wenn sie wieder vergeht. Ja, es bleibt etwas davon. Es bleibt. Es ist nicht so, dass da nicht etwas bleibt. Aber zum Beispiel das Emotionale da drin und etwas bleibt davon. Zum Beispiel, wenn einer einmal Gott erfahren hat und das vielleicht mit großer Kraft und großer starker Emotion. Diese Erfahrung, die Überzeugung, dass es Gott gibt und da kein Zweifel hat, der bleibt. Also hat das was mit Weisheit zu tun? Mit Weisheit. Das kommt darauf an, was Sie mit Weisheit nehmen. Das ist mir zu allgemein. Es kann ganz weise Leute, die gewisse Weisheit haben, also wenn Sie jetzt nehmen, die Gabe der Weisheit in diesem Sinne, dann kann man das vielleicht sagen, das ist was anderes, aber Weisheit ist es ein allgemeiner Begriff, nicht? Herr Pater, ich habe auch eine Frage. Und zwar, Sie sagten, dass ein Teil
diese Erfahrung auch bedeutet, dass man mit seinen eigenen Sorgen und seinen Problemen und Ängsten und vor allem auch die mit der Mitmenschen ganz anders umgeht oder sie ganz anders sieht. Woher weiß ich das, dass sie mir dann nicht im Grunde nur gleichgültig sind? Oder weiß ich das intuitiv, dass ich jetzt ganz anders und nicht mehr diese Ängste und die Sorgen dieser Menschen ganz anders sehe? Meinen Sie, ob sich also dadurch die Einstellung zu den Menschen wirklich verändert oder nicht? Nein, ich meine eigentlich, Sie sagten ja, dass wenn man diese Erfahrung gemacht hat. Die Erleuchtung. Ja, meinetwegen, die Erleuchtung, ja. Dass man dann mit seinen Ängsten und Problemen, dass man die ganz anders sieht. Man hat vorher Angst vor Problemen gehabt und ist sie nicht angegangen. Oder man hat die Nöte der Menschen ganz anders gesehen, der Nachbarn oder in der Umgebung. Ist es vielleicht nicht auch so, dass wenn man jetzt diese Erleuchtung hat und diese Probleme einen nicht mehr so ängstigen, dass man jetzt auch vielleicht nur gleichgültig geworden ist gegenüber den Problemen der anderen? Oder merkt man das, dass man das weiß? Nein, mit der Erleuchtung ist es so, wie ich schon gesagt habe, es bleibt etwas von der Erleuchtung. Und aber, dass also zum Beispiel, wenn einer diese Erfahrung hat und der dann zweifelte nicht mehr dran, aber dass er damit auf immer alle seine Sorgen los wird, das ist nicht gesagt. Aber wenn er muss weiter üben vor allen Dingen, und dann wird er immer mehr dahin kommen, dass er über den Dingen steht. Also er weiß es intuitiv. Ja, er steht da drüber. Er ist nicht aus der Fassung deswegen drin, verzweifelt nicht, ganz egal. Was da passieren kann, ist endlich auch zum Beispiel gegenüber Leben und Tod. Also man kann sagen, wenn man wirklich also Leben und Tod gewissermaßen als eins erfährt, das ist, dass der Mensch keine Angst mehr vor dem Tode hat. Und das gibt es schon. Wer eine tiefe Erleuchtung hat und das auch vertieft hat, der sollte keine Angst mehr vor dem Tod haben. Und das ist auch so, was ich sagen kann. Solche Menschen fürchten den Tod nicht. Nicht deswegen, dass sie einfach sagen, ob da ein Zug herfährt oder nicht, ich gehe über die Gleise, den Tod hat er angesagt. Das ist das nicht, natürlich nicht. Aber wenn einer auf ihn zukommen sollte, dass die dort abgeführt werden oder erschossen werden, dann sagt er, gut, dass wenn es sein muss, es ist gut, aber dann mache ich das. Dass ihm das, also wie soll man das sagen? Eigentlich muss man das erfahren. Mir ging es eigentlich nicht so sehr um den Tod, sondern ganz einfach so um die Probleme. Wie gesagt, wenn ich zum Beispiel jetzt Fernsehen gucke und Nachrichten sehe und da werden haufenweise irgendwo Menschen erschossen oder sowas, dann guckt man sich das an und vielleicht berührt es die meisten oder einige Leute nicht mehr. Dann ist es sicherlich nicht das gemeint, was Sie sagen wollten. Ja, also zum Beispiel, vielleicht darf ich mal ein Beispiel, ein ganz konkretes Beispiel nehmen. Ich habe längere Zeit einen Verbrecher geführt, der im Gefängnis war. Ein junger Mann, der hatte mit einem Freund, die wollten Geld haben, also wie die ganze Geschichte, dann haben sie in ein Haus eingebrochen und da waren 3-4 Leute drin. Wir haben sie, glaube ich, 2 oder 3 getötet und noch eine alte Frau, die da noch, die hat im Leben gelassen. Und das wurde von der Polizei gehört, da wurden beide verhaftet und die sind lange, lange im Gefängnis gewesen. Und dieser eine von den beiden, den habe ich lange geführt. Und der ist auch schlichtig hingerichtet worden und ist so auch, der hat sich auch lange überlegt, ist auch sogar sich entschlossen, Christ zu werden, war nicht christlich und ist auch getauft worden. Also der Mann, ich war nicht aktuell in Japan mal wieder unterwegs, anderswo, wo der Todesurteil ausgeführt wurde. In Japan ist das so, das dauert manchmal sehr lange, bevor das ausgeführt wird. Und die Betreffenden bekommen das erst zu hören, kurz bevor. Vielleicht noch am selben Tag oder morgen, dann sind sie bereit, dann müssen sie sterben. Ja? Das ist eine ganz schöne Sache, nicht? Also, das ist gar nicht so gleichgültig. Und dieser Mann, der hat mir dann, ich war nicht da, als er das erfahren hat, der schrieb mir einen Brief. Und der Brief fängt an,
Heute ist mal wieder ein so wunderbarer Sonnenschein, wie er nur in Japan sein könnte. Und das ist Bria. Und dann ging das weiter. Dann ist das gibt da ein, im wirklichen Sinne gibt es eine Henkersmahlzeit in Japan. Bevor der also hingerichtet wird, derselbe. Und dann auch vielleicht noch ein Bekannter oder vielleicht irgendeiner auch von Polizeinöfen, die ja Essen zu machen. Und keiner wollte essen. Da sagt er, das Essen ist da, essen wir doch was. Das ist etwas, ja. Und dann, das Tollste war das. Er wurde auf das Schafott geführt und auf einmal bewegte er sich und man wusste nicht, was fängt er jetzt an. Er drehte sich um in die Augen war und machte eine ganz tiefe Verbeugung. Das ist es. Das macht mal einer aus. Das ist also was. Der Tod und Leben, der hatte die Furcht vor dem Tode vollständig überwunden. Und der hat auch eine Art Satori gehabt, das war's. Ja, bitteschön. Walter Lasalle, ich habe eine Frage, die ich schon seit Jahren mit mir herumtrage. Sie sind in mehrfacher Hinsicht ein einmaliger Mensch. Ich möchte zwei Aspekte da herausholen, die für meine Frage wichtig sind. Zum einen haben Sie in Hiroshima diese Atombombenexplosion als einer der wenigen Menschen überlebt, dadurch, dass Sie im Epizentrum dieser Bombe waren. Und zum anderen sind Sie Zen-Meister geworden. Welche Bedeutung hatte dieses Ereignis auf dem Weg zur Erleuchtung für Sie? Ja, wissen Sie, das ist, da hat mir schon mal einer gefragt, also anders in Ruhe. Ich will mal sagen, wie die ganze Geschichte konkret aus war. Also in Hiroshima war das so, dass merkwürdigerweise ist Hiroshima also niemals oder ganz gelegentlich mal ganz geringe Maße bombardiert worden. Während andere Städte also sehr viel bombardiert werden, zu meinem letzten Kriegsjahr. In das ganze Krieg in Japan, der wurde ja intensiv schließlich, besonders weil auch die Deutschen zusammengebrochen sind und so weiter, da konnten sich darauf konzentrieren. Naja, also man rechnet, da wird erst was passieren. Also eine Stelle sagen, wird vielleicht Hiroshima ausgebombt, von Atombomben wusste man natürlich nicht. Und man rechnete immer mit jedem Tag, dass das kommen konnte. Und dann kam das so, dass man die Kinder zum großen Teil alle aus der Stadt herausgeführt hat, in die Dörfer. Und da gelassen hat. Dass viele Leute am Abend, wenn die Arbeit aufging, gingen die aus der Stadt raus und blieben draußen, bis zum anderen Morgen wieder Arbeit kamen. Da fuhren nämlich vielleicht 100.000 oder mehr Menschen, die machten diese Geschichte jeden Tag. Naja, also man musste aufs Gewand, ich bin aber in der Stadt geblieben. Und jetzt war das so, an dem Tag am 6. August damals, da war ich in meinem Zimmer, ich hatte schon die Messe gelesen, und Zimmer mein Zimmer und überlegte gerade, ja, was jetzt zu tun ist. Und in diesem Moment, da merkte ich, irgendwo ist ein Feuer, ein Blitz irgendwas. Nicht so ganz außergewöhnlich. Und ich dachte, ja, das ist vielleicht ein Experiment, was man macht. Es war nämlich in der Nähe auch Militär da, bei uns in der Nähe ein großer Exerzierplatz und so weiter. Und aber die Minute hat es keine Minute gedauert, da klappte die ganze Geschichte zusammen. Das heißt, das Haus wurde sehr stark erschüttert und die Glassplitter, die fuhren durch und die Tische fielen um und alles Mögliche. Und in diesem Augenblick, da habe ich gedacht, jetzt werden wir wissen, wie das drüben aussieht. Das war mein Gedanke. Also ich habe mir manchmal Gedanken gemacht, wie ist das eigentlich im Jenseits? Nicht aus Angst, sondern wie ist das? Hier muss man sich das vorstellen. Das kann man ja nicht. Jetzt werden wir es sehen. Also was ich das tut, der hat mich gar nicht so weiter beeindruckt. Jedenfalls, ich kam dann doch durch. Und dann haben wir noch versucht, andere Leute auszugraben. Und du musst aus der Stadt rausgehen, da ist noch kein Gedanke darüber, was folgt jetzt daraus aus der Atom. Da kommt man gar nicht zum Denken drüber weg. Und dann bin ich noch, schließlich hat man nicht mit Sora getragen, weil ich dann sehr verwundet war und mit Bluten und alles. Und dann ging man manchmal darauf aus, und allmählich wieder aufzubauen.
Also dass da irgendwie da gegenüber meinem Leben daraufhin jetzt, ich sagte, jetzt willst du Zen-Meister werden oder sowas ähnlich, das hat da nichts mit zu tun. Übrigens habe ich schon vorher Zen geübt. Das ist da nicht mit angefangen. Diese ganze Zen-Geschichte, die fing schon an, bevor ich überhaupt nach Japan kam. Sobald ich wusste, dass ich nach Japan gehen würde, als Missionar, wie man das damals nannte, da habe ich gesagt, wenn ich für die Japaner arbeiten will, dann muss ich die Mentalität des Volkes kennenlernen. Und habe mich damit auch deswegen beschäftigt und manches gelesen, auch den Suzuki, der hat ja auch sehr gute Dinge, Sachen darüber geschrieben, also dass ich mich darauf vorbereitete. Und deswegen, ich war schon ganz auf die japanische Sache eingestellt. Das ist doch nicht Neues. Und jetzt, wo die Atombombe, jetzt habe ich, was ich gedacht habe, ist mehr. Ich möchte allmählich in der Welt nicht mehr bleiben, denn so viele Menschen, die sind da umgegangen, es ist einsam geworden. Den Gedanken habe ich auch gehabt. Aber darauf habe ich dann das Gefühl umgekehrt, wir müssen jetzt sehen, wie wir jetzt aus dem Ganzen rauskommen, wieder aufbauen und so weiter und den Menschen helfen, die also verwundet sind und das alles, nicht? Ganz konkrete Dinge. Aber das kann ich sagen, dass das mein ganzes Lebenseinstellung verändert hat. Im Grunde genommen. Ja. Pater Lasalle, jede Art von Meditation ist doch richtig. Hätte ich gerne gewusst, ob man nun sitzt oder ob man die Stille auf sich einwirken lässt. Was heißt Meditation? Denn ich glaube, wenn man einmal die Erfahrung oder Satori oder Ähnliches gehabt hat, dann ist man voller Sehnsucht, dieses wiederzubekommen oder zu erlangen. Und ich meine, dass die Stille, dass man die Stille suchen sollte in der Meditation. Ich bin durch Zufall auf den indischen Weisen Ramana Maharshi gekommen und er lehrt, dass man sich selbst erkennen soll und dass man, dass dabei die Stille hilft. Die absolute Stille, dass die Stille, dass man die Stille auf sich einwirken lässt. Und wenn eine Hausfrau oder wer noch so sehr beschäftigt ist, jeden Tag ein paar Mal versucht, stille zu sein, dass man dann schon einen kleinen Weg zur Meditation findet, dass das vielleicht schon ein kleiner Weg ist. Das ist an sich eine gute Sache, selbstverständlich, dass man sich immer mal wieder sammelt und konzentriert auf die ganze Sache da. Und es muss in den Menschen sein, das Wollen und gepaart mit der Sehnsucht wohl, ne? Und da gibt es natürlich verschiedene Wege. Ja. Also der Ramana Maharshi, der hat das sehr wenig. Das ist also uralt, das ist nicht, ja, da war nicht der Erste, das gesagt hat, in Indien, da war wer bin ich, dieses. Und deswegen, das war sein Weg. Ja, und er sagt immer von dem Herzen, er spricht immer von dem Herzen und dass das aufleuchtet. Und ich persönlich, ich weiß nicht, habe so besonderen Draht zu ihm. Ich habe durch meine verstorbene Freundin, die hatte Bücher über ihn und die habe ich gelesen und habe viel Erfolg. Dadurch, dass ich in diese Stille gehe und versuche, das Herz zu fühlen, oder das Ich Bin. Dieses Ich Bin, dieses Sein. Ja, das kann man nicht beschreiben. Es gibt sicherlich viele, viele Wege, um diesen Zustand erreichen zu können. Ja. Das wird Ihnen, Herr Pader Lasalle, auch zugestehen. Ist im Grunde genommen ja auch das Gleiche, ja. Ich möchte ganz kurz, dass wir mit der Diskussion allmählich so ein Ende erreichen. Ich würde sagen, dass wir vielleicht noch zwei Fragen gestellt werden können. Und dass wir dann zum Abschluss noch eine gemeinsame Meditation mit Pader Lasalle machen können. Bitte. Meine Frage ist, haben Sie auf dem Weg zum Zen Erinnerungen in sich gefunden an frühere Verkörperungen als Mensch oder andere Wesen? Verkörperung? Wieder? Nein. Sie nicht beginnen? Nein. Gut. Eine Frage. Keine Reinkarnation. Ich habe in einer Erinnerung zurück. Wieder an? Ja, eine Erinnerung zurück ins absolute Nichts.
Und aus dem Nichts heraus baut sich eine gewaltige Schwingung auf, die stark ist, immer stärker wird, sehr laut ist, sich zu einem Schrei-Zen aufbaut und die Schwingung klingt langsam wieder aus und verliert sich wieder im Nichts. Das Ganze habe ich auf Tonband aufgezeichnet. Haben Sie das erwähnt? Ja. Nein. Was mich dabei interessiert, ist Ihnen aus eigener Erfahrung eine derartige Schwingung bekannt? Ich kann das nicht von mir behaupten. Nein. Das war meine Frage. Ich weiß noch nicht mal, wann ich die Erleuchtung bekommen habe. Pater LaSalle, in dem, was Sie sagten, tauchte für mich die Frage nach den Kirchen auf. Nach den Kirchen, so wie sie verfasst sind. Kirchen. Kirchen. Und die Frage, welche Bedeutung den Kirchen auf diesem Weg zum neuen Bewusstsein zukommt. Und die Frage, die ich an Sie habe, was ist Ihre Erwartung an Ihre katholische Kirche? Und was ist Ihre Hoffnung Ihrer Kirche gegenüber? Sie meinen vielleicht die Leute, die die Kirche regieren, ja? Ja, ich meine, ja, ja. Ja, es wäre wünschenswendig, auch die Leute da, die die Kirchen verantwortlich sind, mit diesen Dingen befassen. Aber die sitzen natürlich auch in einer schwierigen Situation und alles umzustellen ist auch nicht so leicht. Aber es ist merkwürdig, es gibt Menschen, die eben mit den Kirchen nicht mehr zurechtkommen, dann gehen sie von den Kirchen weg und suchen etwas anderes. Und dann kommen auch Leute zu uns, die also auch vielleicht zur Erleuchtung kommen. Also es ist eine ganze Konstruktur. Ich würde sicher wünschen, sehr, dass man von der Kirche aus und auch von den Kirchen aus, diese Überzeugung hat, da kommt etwas und da müssen wir es aufstellen. Aber das kann man nicht erzwingen, das ist die Geschichte. Es wäre sicher wohl. Und wenn zum Beispiel die Kirche sich darauf einstellen würde, dann würde der ganze Prozess für die Umwandlung, für die Integrierung des neuen Bewusstseins viel schneller gehen. Denn die sind mit den Menschen beschäftigt und die haben noch Einfluss auf den Menschen. Allerdings, wenn jetzt einer, sagen wir mal, ein Pfarrer, ein Pater, ein Priester in der Pfarrei ist, und fängt damit an, ja, vielleicht werden die meisten Gläubigen davonlaufen. Das weiß man auch nicht, ob die unbedingt existieren kann. Aber wenn die Kirche offiziell diese Dinge anerkennen würde, dass da was am Gange ist, überhaupt so mal ganz allgemein, nicht um nicht zu viel zu behaupten und Prophezeiungen zu machen, dass man sich auf die Zukunft in diesem Sinne aufstehen könnte und auch mit Hoffnung aufstehen würde. Das wäre eine ungeheure Hilfe für die ganze Geschichte. Ja. Aber, wie kann man das erreichen? Das ist das wahr. Man muss natürlich verstehen, dass die in den Kirchen, die haben natürlich gewisse Dinge, die sie unbedingt tun müssen und von der Hand sein. Das sind Leute, die am Sterben, die muss man besuchen. Da sind Taufen. Und da sind verschiedene Sachen, was das alles mit den Kirchen, den ganzen Institutionen zusammen sind, die sind sehr beschäftigt. Es sind sehr wenig Priester da, also was die Katholiken anbetrifft. Ich habe gefunden, dass zum Beispiel in einer Kirche, wo früher drei Geistliche waren, da ist einer und der hat vier Pfarreien. Die sind furchtbar mit der Zeit in Gang, die Priester. Auch dass wir, auch wenn sie sich nicht so dagegen sträuben, was dagegen sagen, ist die gar nicht so einfach. Aber da bin ich ganz überzeugt von Ihnen, dass wenn die Kirchen sich positiv darauf einsetzen, nicht nur die Katholischen, sondern andere, dann ist das auch viel schneller. Das ist klar. Ist das neue Bewusstsein nicht auch mit den Worten zu nennen, seit dem Christus habt ihr eine neue Kreatur, alles Alte ist vergangen? Was ist da ein Unterschied? Ja, ich glaube nicht, dass das dieser Sinn, dass der Stille ist. Nicht, das ist mehr der neue Mensch, der erlöst wird. In erster Linie ist damit gemeint. Aber natürlich,
meine, vom Ende der Welt, das ist wieder was ganz anderes. Das ist jetzt gegenwärtig, was jetzt kommt. Aber das Neue, wir sollen durch Christus erneuert werden, neue Menschen werden, das ist ja ganz klar. Aber das ist nicht unbedingt genau das, was Sie hier gesprochen haben. Ja. So, noch die letzte Frage. Ich würde gerne anknüpfend an Ihre Hiroshima-Erfahrung wissen, welche Rolle die Politik in Ihrem Fühlen, Denken und Handeln spielt und gespielt hat. Denn das eine ist der Weg zu uns selbst, auf den wir uns begeben und der Versuch, zu uns zu finden. Und das andere sind die Rahmenbedingungen, die von außen gesetzt sind, die uns vieles, was wir gerne realisieren möchten, sehr schwer machen und die uns immer wieder Widerstände in den Weg werfen und politische Ereignisse und Veränderungen machen uns oft auch wütend und traurig und wir haben den Wunsch, uns dagegen aufzulehnen und reicht es dann, uns nur auf uns zurückzuziehen und auf die vielleicht mehr werdenden Gleichgesinnten und können wir gleichzeitig zulassen, dass die Welt um uns herum immer schlechtere, schlimmere Rahmenbedingungen setzt. Wie ist Ihre Position oder wie ist Ihre Einstellung zur Politik und wie sind Sie mit diesen Problemen umgegangen? Welche Rolle spielt für Sie die Politik und was halten Sie davon, sich auch politisch zu engagieren? Nein, das meine ich nicht. Ich sage das nochmal ganz kurz zu formulieren, weil es war mir etwas zu lang. Ganz kurz. Und ganz kurz. Ich denke, wir alle versuchen, ein gutes Leben zu führen und uns zu uns selber zu finden. Das ist das, was wir tun können. Und von außen werden teilweise wesentlich die Bedingungen bestimmt durch die Politik. Und wenn Sie so eine bittere Hiroshima-Erfahrung gemacht haben, dann war das doch sicher auch etwas, wo Sie gesagt haben, ich bin dem ausgeliefert. Menschen, Politiker, politische Entscheidungen haben mich einer Situation ausgeliefert. Wie haben Sie dieses Problem der Politik in Ihrem Leben gesehen und wie sind Sie damit umgegangen? Ja, ich habe ein ziemlich langes Leben hinter mir. Und da ist auch verschiedene Zeiten, hat es da gegeben. Das ist nach den Zeiten auch wieder verschieden. Selbstverständlich, man kann das nicht ignorieren und man versuchen, dass, was man da helfen kann, dass man ihnen hilft. Selbstverständlich. Aber ich habe mir nicht vorgestellt, dass ich die ganze Welt auf einmal umdrehen kann. Ich meine so in diesem Sinne. Oder meinen Sie, Wolf Gerater, ob ich mich für Politik interessiert hätte? Nein, das tut sicher jeder von uns. Aber wie weit ist in Ihnen auch ein kämpferisches Bewusstsein erwacht, dass Sie nicht nur auf sich zurückgezogen leben wollten, sondern auch etwas bewirken und verändern wollten nach außen? Politisch aktiv werden. Das ist schon ganz von selbst in meinem Beruf nach. Ich soll für die Menschen da sein. Und ich bin auch nicht nach Japan gekommen, um also hier mich ihnen zurückzuziehen und nichts zu tun, sondern den Menschen zu helfen. Das ist mir immer selbstverständlich gewesen. Was sagen Sie denn dann zu politischem Kampf gegen Atomwaffen und Ähnliches? Sagen Sie, dass wir den richtigen Weg gehen, wenn wir aufstehen dagegen? Ja, das müsste aufhören. Ich bin ganz entschieden dagegen. Ich habe ja sogar noch Erfahrungen mit diesen Dingen gemacht selbst. Aber da ist natürlich ein sehr großes Problem, dass immer die Vergleiche sind, wenn der mehr hat und die mehr hat und so weiter. Ich warte ja immer auf den Moment, wo ein Wettabrüsten anfängt. Jetzt noch mit Pater Lassalle und uns zusammen ungefähr 10 Minuten meditieren.
Wir danken sehr herzlich und ich hoffe, es hat Ihnen etwas gegeben. Kommen Sie gut nach Hause. Wir fliegen morgen weiter nach München. Guten Abend.